Und ein freundliches Grüß Gott von eurem Andi. Heute endlich mal wieder zurück mit Super Mario 3D World. Ich habe das Spiel jetzt gerade einfach gestartet. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Ich glaube, ich muss darüber zu dem Pilzhaus. Ja, der letzte Teil war ziemlich kurz. Der hier ist jetzt auch ziemlich kurz. Wahrscheinlich. Erstmal hier gucken. Was will ich? Was will ich? Was will ich? Ich will... Oh, da hat's Bumerang. Da hat's Bumerang. Scheiß auf die Katze. Ich will Bumerang. Ja, dann lass ich. Ja, der letzte Teil war ziemlich kurz. Das war nämlich noch der übrig gebliebene Rest von meiner letzten Aufnahme. Jetzt war ja eine größere Pause dazwischen. In dem stattdessen Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen gezeigt wurde und einfach mal gar nichts letzte Woche. Ah, hier muss ich weitermachen. Football Chucks. Ja. Oh. Oh! Oh! Wow, 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 wow! Wow! Alter Vater! Die sind mal was! Vor allem, weil mit dem 3D ist es ja alles ziemlich extrem schwer zu treffen. Hui. Halt mit, oh Mann, mein schöner Bumerang. Wow! Muss ich eigentlich noch schneller kommen? Jetzt müsste ich es eigentlich so gut wie haben. Boah. Das war hart. Ja, ich habe mir so ein bisschen über das Spiel nochmal Gedanken gemacht in der Pause. Ich denke, man merkt es auch, dass ich von Lego City doch ein bisschen mehr angetan bin wie von Mario. Weil speziell, wenn ich jetzt hier den neuen 3D-World-Teil mit Super Mario Galaxy vergleiche, doch irgendwo nach momentanem Stand eine leichte Enttäuschung. Aber gut, was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden, auch wenn wir schon in Welt 5 sind. Vielleicht kommt da ja noch was. Ja, wie die Zukunft aussieht, Lego City, bin ich mit meinen Aufnahmen schon soweit weit gegen Ende gekommen. Bei Mario wird es hoffentlich noch ein bisschen dauern. Jetzt muss ich gerade mal gucken, hat hier was? Scheinbar nicht. Formel 1 geht jetzt das kommende Wochenende wieder, oh ne, hat jetzt das vergangene Wochenende geendet. Und ich merke gerade, dass ich wieder verdammte Probleme habe, mich hier an dieses gleichzeitig neues Level erkunden und gleichzeitig sprechen, Ding zu gewöhnen. Ziemlich extrem schwer. Ah ja, ist mal wieder Samstag. Das heißt, die Aufnahme ist die aktuellste, wo ich momentan zur Verfügung habe. Formel 1 war jetzt schon relativ alt, was ich da mit Kane hatte. Und... nee, das will ich nicht. Oder? Doch, kann ich nehmen. Gut. Und Lego City ist fast schon noch älter. Da habe ich mir zuletzt meinen Urlaub genutzt, um mal einige Vorausaufnahmen zu machen. Deshalb kann ich sagen, dass ich da langsam am Ende entgegensteuere. Hier dauert es, wie gesagt, hoffentlich noch ein bisschen. Was aber auf jeden Fall geplant ist, wie komme ich so ein Kack? Was auf jeden Fall... Lass mal da hoch, ja. Ich werde demnächst auch mal wieder neue Videos zu Mario Galaxy bringen. Weil das... Scheiße. Weil das finde ich nach wie vor eigentlich den gelungensten Teil. Wann sind die Scheiße hier? Und das war sowas von klar. Ich stelle mich gerade wieder scheiße an, Leute. Jetzt habe ich es gekonnt. Ne, und ich habe einfach mal wieder Bock. Mario Galaxy hat mir soweit eigentlich schon verdammt viel Spaß gemacht. Auch wenn ich den Teil natürlich schon mal durchgespielt habe.
kann ich auch mal so ein bisschen frei von der Schnauze labern. Mario 3D World, da habe ich wirklich null Informationen vorher eingeholt. Arschlöcher! Sorry, das musste raus. Ja, auf ein neues. Ja, wo war ich nochmal stehen geblieben? Genau, Mario 3D World habe ich vorher wirklich null Informationen eingeholt. Dachte, komm, einem Teil mal, den ich hier komplett aus dem Nichts durchspiele. Wo man mal sagen kann, hey, mal gucken, wie ich mich da schlag, weil da habe ich mich bei Naruto ja nicht wirklich gut geschlagen. Lego City, da habe ich, das Spiel habe ich auch noch nie durchgespielt, aber da habe ich wenigstens schon einige Szenen gesehen. Beziehungsweise schon in etwa, wie die Story verlaufen wird. War das hier mit Mario 3D World sozusagen der Versuch eines blinden Let's Plays, der in ziemlich vielen Phasen für mich gefühlt doch auch ein bisschen abgehackt ist. Gerade wie jetzt heute mit dem Kommentieren. Weil ich mich wirklich teilweise so derbe auf die Sachen konzentrieren muss. Aber gut, ist alles in der Entwicklung, ist alles in der Phase, wo ich sage, ja, schauen wir mal, wie es wird. Wie gesagt, es ist ja hier eine top aktuelle Aufnahme von diesem Wochenende, vom vergangenen sozusagen. Und dann schaut man eben, was man so machen kann. Jetzt habe ich mich hier mal bei der Plattform zurückgehalten. Genau, ja. Aber das hier sieht interessant aus. Was? Was? Was ist denn das? Das ist neu, oder? Fragezeichenbox zum Aufsetzen und hinterlässt Münzen. Na komm, ich bleib grad hier. So. Okay. Schönes Item, aber jetzt nicht unbedingt prokreativ. Wie lange darf ich das jetzt behalten? Ah ja. Aber ich habe noch gefragt. Ah, Zeitbonus 10 Sekunden. Das lohnt sich aber, Jungs. Ein großer Hoppelhase. Alter Vater, ein großer Hoppelhase. Wie süß. Oder so in etwa. So wie Mario 3D World allgemein gehalten ist. Mann, bist du scheiße. Ich komme hier auch nicht so wirklich näher. Na komm, ich hab ihn fast. Komm! Nein, ich riech schon an seinem Schwanz da, seinem Bömmelchen da. Komm, jetzt krieg ich ihn. Hab ihn. Nur für Münzen? Komm, da bauen die mal so einen großen Hasen ins Spiel ein, dann nur für so scheiß Münzen. Okay. Ich sehe am Ende schon wieder das Zeitlimit kommen. Oh, aufpassen. Ich will meinen Waschbär nicht verlieren. Ach du Scheiße, noch mehr Häschen. Und der da grün leuchtet, hat bestimmt einen Stern. Komm her. Dich will ich. Genau, dich will ich. Nein! Jetzt. Genau. So, was ist das? Sieht irgendwie tödlich aus? Okay. Ich glaube, das ist jetzt der erste größere Abschnitt, wo man was erkunden könnte. Hier hat es noch mehr Zeit, Boni. Problem ist einfach, ich kann die Kamera nicht weiter drehen. Das ist das, was mir von Galaxy her wirklich fehlt. Was ist das? Ach, so ein scheiß Frosch. Ach ja, gut, der gibt mir eh plus Münzen. Aber irgendwo da hinten habe ich noch was leuchten sehen. Auf irgendeinem Hügel. Ach hier die Fee. Wart ihr das? Da oben ist das Ziel, okay, und mir geht die Zeit langsam aus. Da leuchtet was, genau. Okay. Für mehr war es nicht. Guck mal, sieht man da unterwegs irgendwo noch einen grünen Stern? Der normalen Stern, kann das sein? Aber ich sehe nichts Grünes. Ja. Die Zeit wird etwas knapp. Man möge mich beschleunigen. Sorry, Kane, den habe ich mir ausgeliehen. Was sind die Viecher eigentlich da? Gut, egal, ich muss ins Ziel kommen.
Tatsächlich ein richtiger Sturm. Okay. Das hat sich gelohnt. Okay. Geh wieder auf die grünen Münzen. Nur Geduld haben. Ach scheiße, dreht sich nicht mit. Nein, nein, nein. Oh. Da lang, genau. Fuck. Geduld haben, weil das dreht mich jetzt automatisch zu dem hier. Und dann. Genau. Passt. 20 Sekunden hätte ich noch Zeit. Hätten wir auch, ja. Schneller machen können, ja. Hauptsache im Ziel. Alle 3 Sterne eingesammelt, es passt doch. Ich meine, von der Kreativität, die kann man den Entwicklern hier jetzt wirklich nicht absprechen. Was da alles einbauen. Hat schon klasse, nur ich würde mir an einigen Stellen wünschen, dass der Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen schwerer, frustrierender sein könnte. Ich denke da nur zum Beispiel an das neue Donkey Kong Spiel, Donkey Kong Tropical, Donkey Kong Country Tropical Freeze. So ist richtig. Das habe ich mittlerweile auch in meinem Besitz. Und, Und ich muss sagen, was ich da bisher gespielt habe, das ist eigentlich das erste Wii U-Spiel, das ich wirklich für mich gekauft habe. Das hat wirklich Spaß gemacht, vor allem weil es echt einige Frustmomente hatte. Okay. Wow. Ja, nehme ich. Hier ist auch noch irgendwas. Genau. Und es ist einfach nicht. Ist einfach was anderes, sagen wir es so. So als geübter Spieler ist man natürlich schon lieber ein bisschen mit den schwierigeren Sachen unterwegs. Aber ich könnte mir nach momentanem Stand auch nicht vorstellen, dass ich 3D World nochmal großartig durchspielen würde. Wow. Nachdem ich es einmal gespielt habe, das ist jetzt zum Beispiel bei Galaxy was anderes, wo zwar auch relativ einfach ist, aber wo durchaus auch seine schwierigen Momente drin hatte, wie man auch noch sehen wird in den nächsten Aufnahmen, weil da habe ich noch alte von Mario Galaxy, die ich noch nicht veröffentlicht hatte. Und da bin ich, wow, sehr auf eure Meinung gespannt, beziehungsweise wie ihr das spannungstechnisch findet. Oh Mann, ey. Wow. Ein Pilz, schnell den Pilz hinterher. Der fliegt hier bestimmt irgendwo runter. Genau. Nun ja, das wird man noch sehen. Ein Häschen! Dupel! Bist du denn? Ja, wie? Immer diese Häschen. So sauschnell. Und ich bin so saublöd. Von dem her. Ja. Ich hatte schon mal mehr Leben, oder? Komm her, Häschen. Das gibt's doch nicht, Luigi, rutsch doch nicht! Oh Mann! So, jetzt. Komm her, du blödes Häschen. Ich hol dich. Jetzt achte ich, glaube ich, am besten nur drauf. Oh, genau. Dass ich nur auf der Linie bleib. Das sieht etwas gemeingefährlich aus, Jungs. Da ist irgendwas dahinter. Oh. Wow. Ein Pfeil. Wie ein Pfeil. Geht's da weiter? Ah, der Stempel. Stimmt, der hat mir im letzten Level gefehlt. Toll, jetzt habe ich nur die zweite Bombe kaputt gemacht. Das war natürlich nicht im Plan inbegriffen. Boah. Wer weiß, was ich da jetzt noch freigeschaltet hätte. Aber
Wofür ist die... Oh! Okay. Dachte gerade, wofür ist die Lampe gut? Und wie komme ich darüber? Ach, da muss ich nach unten abbiegen. Okay. Ich hab nach unten gedrückt. Genau, jetzt hat es geblickt. Bonus-Level! Was? Begrenzte Zeit, oder? Oh, cool. Cool gedacht, aber da habe ich jetzt kein Limit irgendwie, oder wie? Doch. Hä? Blick's nicht ganz. Das kostet auf jeden Fall einiges an Zeit. Wow! So, wo hat's denn jetzt noch auf dem Feld? Auch da. Wow! Glück gehabt. Ach, ein Mario! Ein 3D Mario. Cool. Und noch ein Bonus. Zeitbonus. Genau. Ist doch schön. So, jetzt habe ich auch wieder meinen Waschbär. Alles in bester Ordnung. Nee, stopp, 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 stopp. Hier hin. Ich glaube, das war gut. Wobei, vielleicht hätte ich da gleich mitrennen sollen. So. Darauf. Hat nichts gebracht, dann renne ich jetzt mal hier entlang. Oh. Die Goomba-Parade. So, mit meinem Schwanz kann ich sie schließlich wegwedeln. Das war jetzt scheiße doppeldeutig. Aber egal. Ist hier noch irgendwas? Ich habe alle Sterne, ich habe den Stempel. Bisher eigentlich ein recht billiger Level, würde ich mal sagen. Jetzt darf man hier eine Treppe bauen, oder wie? Scheiße, das wollte ich nicht. So. Das ist total einfachste Weg. Wieso soll ich da eine Bombe nehmen? So etwas wie einen geheimen Ausgang gibt es ja auch nicht. Von dem her. Geschafft! Yay! Gut. Ein neuer Stempel. Schön. Was schreiben die anderen so? Yeah, ja. Schön. Ja, an dieser Stelle würde ich mich für diesen Teil auch wieder verabschieden. Ich hoffe, es hat euch soweit wieder Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!